Herzlich willkommen zurück bei den Thornberrys and Enemies mit Foes mit dem lustigen Spiel My Little Riding Pony Champion Star. And Friends. Und jetzt geht's ins Pferd waschen. Los. Jetzt geht's ans Pferd waschen. Auf geht's, Luisa. Der Bock ist dreckig. Du befindest dich jetzt in der Putzansicht. Oh, dieser Frong. Hier siehst du alle Aufgaben, die du erledigen musst, um dein Pferd optimal zu pflegen. Der hat einfach keinen Job mehr, seit er im 300 abgedreht ist. Werden sie mit einem Häkchen markiert. Jetzt wissen wir endlich, was aus Gerard Butler geworden ist. Genau. Ich möchte die Bürste nehmen, ja. Befreie es erst einmal vom groben Dreck. Nehmen wir den Kercher für. Einfach mit der Bürste über das Pferd. Der Balken oben zeigt dir an, wie und dann schön mit Hochdruckreinigung das Pferd sauber gemacht, wa? So benutze ich die jetzt schon? Ah ja. Ja, da oben füllt sich der gelbe Sauberkeitsbalken. Ich finde, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Sieht aus, als würde es es dreckiger machen. So. Aber ich finde das geil. Ja. Es scharrt wie ein Huhn. Es sind zwar an der Region sehr da, gut. Das gefällt mir besonders. Als nächstes solltest du es waschen. Wähle dazu den Schwamm aus. Wichtig, du musst es nur von der einen Seite waschen. Jetzt kannst du den Schwamm wie die Bürste über das Fell deines Pferdes bewegen. Bei den Turnieren sieht man immer nur die Schokoladenseite. Oh, der tropft sogar. Ach, ist das nicht herrlich? Herrlich. Was ist hier los? Oh. Kannst du auch einfach nur an einer Stelle ein bisschen hin und her reiben und es wird trotzdem... Ja, aber ich muss es bewegen, sonst nimmt es wieder ab, süße. Aha. Und wie es perlt am Pferd, aber wenn sich das Pferd bewegt, perlt es immer noch gleich. Ja, auf Realismus ist das Spiel nicht angenehm. Nee, auf Spielspaß. Den Hufknatzer guck mal, aus, da guckt es. Um die Hufe des Pferdes tote Augen. Tote Augen. Fahre nur heißt jetzt tote Augen. Dem Hufkratzer über die kleinen Hasenköttel. Klumpen, um die Hufe zu säubern. Ja, so sieht es aus. So, anderer Huf. Robo-Pferd. Alle Hufe hoch. Hinten auch noch. So, eigentlich steht man dabei neben dem Pferd, falls es auch tritt. Oh, kriegt man dann keine. Aber das ist ja das Robo-Pferd. Ja, das macht sowas nicht. Da ist Austreten nicht reinprogrammiert. Dein Pferd ist nun wieder sauber und rundum glücklich. Komm, lass das Pferd in die Kamera schauen, dann wirkt es viel lebensechter. Beenden. Ist noch ein Branding und dann wo ist ab. Das Pferd hin? Wie bitte? Versteht es? Was hat es denn mit den Vorderbeinen? Sag mal. Es ist ziemlich auf Frank fixiert, das Pferd. Vielleicht ist alles. Frank der Onkel. Vielleicht war Frank einmal, Frank mal ein Pferd. Vielleicht. Wie bitte? So, geh zu Frank und red mit ihm. Er hat sicherlich wieder... Guck mal, wie toll diese Möhren hier animiert wurden. Boah, du. Richtig Bock reinzubeißen. Ah, Luisa, ich habe dich erwartet. Hallo. Du musst stets darauf achten, dass deine Pferde gepflegt sind. Natürlich, Frank. Vernachlässigst du sie, werden sie unzufrieden und leisten nicht mehr allen Befehlen Folge. Das ist ein bisschen dominant. Den Status natürlich deiner Pferde kannst du in der Pferdeübersicht einsehen. Frank, der Pferdeplaner. Dazu die angezeigte Steuerung. Hier siehst du dein Pferd und alle notwendigen Informationen zu ihm. Toter Onkel, das ist das Einzige, was man wissen muss. Und du kannst die Pferdeübersicht jederzeit aufrufen und zum Schließen auf den Knopf Fertig klicken. Anscheinend muss ich wirklich nur das wissen. Da dein Pferd jetzt wieder sauber ist, kannst du gleich mit dem Training beginnen. In der Nähe befindet sich dein eigener Trainingsplatz, den du immer benutzen kannst. Mein Sohn Martin wartet dort bereits auf dich. Martin, ob da noch was geht? Hier noch die Karte der Umgebung. Wenn du die angezeigte Steuerung nutzt, öffnet sich die Karte. Nutze sie, um dein Ziel sicher zu finden und dich zu orientieren. Die kleinere Übersichtskarte siehst du zwar immer, aber sie zeigt dir nur deine Umgebung. Aber Frank sieht auch schon immer so ein bisschen aus wie so ein trockener Alkoholiker, oder? Mit den Augenringen und... Es war hart für Frank. Ja. Toll, so eine Karte. Oh, so eine Karte, der Trainingsplatz toll. Sollte hier gleich in ganz der Nähe was sein. Neues. Ich hoffe nur, ich bin nicht allzu sehr eingerostet. Ich kann die Karte wieder schließen, indem ich auf den Knopf Fertig klicke. Wie öffne ich nochmal eine Karte? Kann ich da nicht irgendwie... Aber schön diese Details auch. Ja. Man sieht, sie wurde genutzt, die Karte oben ein bisschen abgerissen. Kaffeefleck. Ich will mal erstmal, guck mal hier. Guck
gucken. Boah. Mm. Oh, diese Details. Mhm. Diese Texturen. Nein. Looten und leveln. Looten und leveln. Da ist ein Pferd, ein goldenes Pferd. Ich habe es gesehen. Da loote das Pferd. Ich bin voll drin in deinem Nebenquest. So, Zossi. Los geht's zu neuen Abenteuern. Hallo? Zossi muckt auf. Ah, da ist Frank. Das ist der Martin. Oh, das ist der Martin. Wie Boy das ist. Hallo, du mit seiner geilen Gel-Frisur. Er hat eine Anime-Frisur. Er hat auch einen Bart. Hey, vielleicht ist er Cloud-Cosplayer. Du bist dann sicher Luisa, unser neues Vereinsmitglied. Ich erkläre dir kurz etwas über das Turnier und den Trainings. Aber den creepy Look hat er von seinem Vater geerbt. Ja. Das Turnier besteht aus drei Klassen. Er hat die Fänger, toten Triebtäteraugen seines Vaters geerbt. Jeweils drei Wettkämpfen. Odin! Also und so einen geilen Stehkragen wie bei Cyberpunk. Um das Turnier zu gewinnen. Du musst immer. Warum sind da so viele Vögel plötzlich? Werden, um am folgenden Wettkampf teilnehmen zu der hat da hingeschissen. Weiterhin muss dein Pferd das notwendige Level erreicht haben. Level? Nutze den Trainingsplatz also, um dein Pferd auf den richtigen Level zu bringen. Level. Nur auf dem Trainingsgelände gewinnt das Pferd an Erfahrung für die Wettkämpfe. Um einen höheren Level für dein Pferd zu erreichen, musst du den Trainingsparcours absolvieren. Ja, das hätte er ein bisschen zu viel getrunken. Ich wollte gerade sagen, der hat auch so leicht einen im Tee. Ja, alles klar. Das war nach der Weihnachtsfeier, als es aufgenommen haben. Vor dem Training kannst du einen Parcours zum Trainieren auswählen. Davon auch Witcher eingesprochen und dann Trainingsplatz und nutze die angezeigte Steuerung für die Interaktion. Interaktion. Und dann gehst du das Trainingsgelände, aber nur auf dem Trainingsgelände. Insofern kannst du noch keinen anderen auswählen. Während des Turniers schaltest du aber neue Parcours frei, welche du dann bei meinem Vater im Dorf an seinem Verkaufsstand erwerben kannst. Die machen das doch nur, um ihren Shit abzusetzen. Das ist ein Schneeballsystem. Schließe das Menü mit dem. Ist fast so schlimm wie bei Animal Crossing. Kapitalistenschweine. Wir können ihn auch Tom Nook nennen. Ja, in die Pferdemafia hineingezogen. Das wird übel. So, bitte bestätigen. Nachher kommt noch Salvatore Salmonelli, der Pferdemafia-Boss. Versuche, die Hindernisse so schnell wie möglich zu nehmen. Achte dabei aber auf deren Reihenfolge, die Ausdauer des Pferdes und versuche Fehler zu vermeiden. Diese ganzen Krähen. Du erhältst nämlich Fehlerpunkte, wenn du ein Hindernis nicht richtig nimmst. Jeder Fehler wirkt sich negativ auf deine Endzeit aus, das Training schlägt dann fehl und du musst es wiederholen. Man hier auch eine Vogelscheuche mal aufstellen kann, das ist ja krank, wie viele Vögel da sind. Ja, jetzt rückwärts bitte, Pferd. Da liegt wahrscheinlich irgendwo noch ein Pferdekadaver. Von geiler Onkel. Oder wir müffeln noch ein bisschen, weil wir ja mal tot waren. So schnell so, wie Konzentration möglich. Jetzt. Los. Was ist das? Wild er eins drücken. Du kannst doch gar nicht springen. Oh, ja. Früher. Ja. Links. In der letzten Folge hat er doch gesagt, dass man noch nicht springen kann. Hey, jetzt habe ich das Pferd ja. Guck mal, das Pferd will nicht. Oh Mist. Ich bin total schlecht. Um Gottes Willen. Training nicht erfolgreich. Versuch es einfach noch einmal. Das wie bei Driver ist, bei Driver 3, wo der erste Level so mega hart war. Das Tutorial und dann hast du einfach ewig dran gehangen und bist nicht weitergekommen im Tutorial. So, jetzt. Ja, ich wollte zu viel am Anfang. Hier. Gib ihm! Hau. Dreh ihn! Ja! Die zweite ist immer gut bei dir. Oh Gott. Oh Gott, das ist Und! Nice! Was müssen wir denn machen? So schnell wie möglich und keine Fehler. Ach, keine Fehler? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Nein, ich muss immer Erste werden. Hochanspruchsvoll hier. Wahrscheinlich musst du unter einer gewissen Zeit bleiben. Und ein Fehler gibt ja 10 Sekunden Strafe oder so. Nee, das wäre ja zu viel. Ach Gott, ich kann die Kamera nicht bewegen. Das macht mich total wuschig.
So, jetzt mal langsam. Leichter Galopp. Und? Aha. Wie bitte? Ja, mit den Hinterbeinen. Du musst schneller drüber. Mit der Rückhand abgeräumt. Ah, siehst du, das hast du 15 Sekunden Zeitstrafe. Du drei Fehler hattest. Gut. Jetzt ein bisschen Tempo. Und zack. Jetzt. Ah. Du musst schneller sein. Das lief nicht so gut. Versuch es einfach noch einmal. Es ist wirklich wie bei Driver. Was? Was ist da los? Warum? Oh nein, das ist total fies jetzt. Start, los. Schneller. Ja. Und? Job. Yes. Hatte diese Biene, die da rumsummt? Mhm. Oder Mistfliege. Jetzt ein bisschen schneller. Naja, warte mal. Yay! Yeah! Du warst jetzt genauso langsam wie davor, aber keine Ohne Fehler. Guck so. Mal, gleich die Hälfte des Levels aufgestiegen. Na komm, das machen wir nochmal. Wir müssen ja ein bisschen leveln. Erzähl doch mal was, während ich hier den Spaß weitermache. Ist denn jemand von bist du schon mal geritten, Lukas? Ja, ungemein viel. Im Reitverein Wolfenbüttel. Ist klar. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich saß auch noch nie auf einem Pferd, tatsächlich. Ach komm schon, Zossi. Kann doch nicht dein Ernst sein. Der will nicht springen, wenn ich zu schnell bin. Ich war aber tatsächlich schon mal auf dem Reiterhof, weil eine Freundin von mir, die ist geritten. Mhm. Da bin ich öfter mal mitgegangen. Das lief nicht so gut. Versuch du musst null Fehler machen, glaube ich. Ich bin auch mal geritten in Tschechien. Da wurde ich fast, von einem Pferd abgeworfen, als ein Zug kam. Ich war noch relativ jung. Das war traumatisierend. Und seitdem habe ich ein bisschen Respekt auch vor Pferden. Ich habe mir das Spiel aus Angst gekauft. Ja. Wir sind doch bei deinem Onkel geritten. Du bist geritten, da. Du saßt nur drauf, das stimmt. Kuckuck ist wieder da. Wir haben schon wieder einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist zu hart für uns. Ja, du hast es ja schon einmal geschafft. Ja, aber immer zu langsam. Jetzt bist du auf jeden Fall am schnellsten bis jetzt. Oh, ah. Du musst unter 30 Sekunden, ist glaube ich das Ziel. Oh, diese Schrift. Also wer sich das ausgedacht hat, der Schrift, Respekt. Super, das war super. Das war richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Nope. Etwas mehr Übung wäre vielleicht nicht schlecht. Das glaube ich auch. Keine gut, dass Sorge. Sie sehr reflektiert ist. Das ist ja schon mal. Triff mich einfach vor der Turnierhalle, wenn du soweit bist. Alle sind immer vor der Turnierhalle. Wollen wir gleich mal ins Haus gehen und wollen mal ein bisschen unsere Frisur ändern, unser Outfit? Ja, auf jeden Fall. Das wäre doch cool. Wir haben $500, die sollten ganz dringend unter die Leute bringen noch. Vielleicht für ein paar nice Reitstiefel. Ihr verpasst gerade einen epischen Moment. Wir bekommen den Reithelm in unseren Vereinsfarben. Aber das macht mir doch die Frisur kaputt. Was sind denn unsere Vereinsfarben? Keine Ahnung. Schwarz, weiß, rot. Du hast alle Aufgaben dieses Kapitels erledigt. Du kannst in deinem Zimmer den Tag beenden, Kutschfahrten absolvieren, die erste Trophäe. Dinge einkaufen oder einfach das Reiterland erkunden. Die Trophäe, guter Start. Ich möchte Kutschfahrten absolvieren. Ja, ich möchte erstmal die Alde umziehen. Okay, dann machen wir das zuerst. Erstmal machen wir die Alde schick. So, kann ich Zossi einfach hier stehen lassen? Was ist denn mit dem? Was muckt denn der so rum? Er will nicht gegen die Wand reiten. Er hat eine unkontrollierte Angst vor Wänden. Wurde mal sehr lange eingesperrt. Von einem Herr Fritzel. Vielleicht auch nicht. So, rein da. Schön. Wow, die Bilder, geschmackvoll. Guck mal, die Türklinke existiert nicht. Wow. Die Bilder hier. Der Rauputz. Guck dir diese. Wow, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Ding, hier links, das ist ein Screenshot aus Death Stranding gewesen. Ist doch ein Manet, oder? Das links hier. Nein, dafür ist zu viel Farbe. Und zu wenig Moos. Ah ja, richtig. Stimmt. Da steht, ach, guck mal, wie schön. Da war jemand im IKEA-Schlussverkauf. Ja. Vielleicht noch so ein paar Plastikbirnen mitgenommen. Was haben wir hier noch für kleine Bildchen? Oh, die schöne. Die Pasta, schöne Aloe. Jede Hürde richtig nehmen. Zwei. Jede Hürde richtig nehmen. Gen Süden, Pasta. Daneben sieht man nicht. Oh, guck mal, und eine Avocado hat sie eingepflanzt.
Ja. Toll. What? The Graffiti Ride? Nee. Da unten sind nochmal Nochmal gegen Süden. Meine Güte, die wiederholen sich einfach alle. Gab's im Schlussverkauf im Dreierpack. Ja. Da der DVD-Player natürlich mit Pferde-DVDs. Schön, schön, schön. So hoch? Hoch. Weitere tolle Bilder. Vom Haus am See. So sollte der Ponyhof mal aussehen, aber er wurde leider nur zum unförmigen Klotz. Ist auf jeden Fall von jemandem, bisher von ihrem Onkel wahrscheinlich. Der stand tierisch auf Stockfotos, glaube ich. Absolut. The Endless Ride hieß es. Ah ja, guck mal, aber Blumen. Das hat sie echt oft. Auch gleich zweimal im Regal, da musst du Fan von sein. Ja, ab in die Natur auch. Ja, was haben wir denn hier? Das ist wohl unser Zimmer. Oh, ist das nicht schön eingerichtet hier? Wow. Dieses Bild. Gitarre. Kann man an die Gitarre sind spielen? Sind das Puzzleteile? Ja, nein. Sieht nur so aus. Vielleicht ist es auch einfach ein Puzzle, was sie zusammengepuzzelt. Kennt ihr diese Leute, die Puzzle puzzeln und dann aufkleben und sich dann rein ins Zimmer hängen? Ja. Ja. Ganz schrecklich. Also ich mag deine persönliche Meinung. Ich mag ja puzzeln, aber ich würde mir das jetzt nicht an die Wand hängen. Hier haben wir eine To-Do-Liste. Ja, Pferd striegeln, Hufe auskratzen, füttern und Box ausmisten. Das ist mir zu viel. Ich kann mir immer nur zwei Sachen merken. Hier können wir die tolle Aussicht genießen. Herrlich. Und hier das Bett. Das Bett. Da würde ich erstmal mit den ganzen Sprenglern, da würde ich erstmal speichern. Aber im Bett würde ich erstmal mit UV-Licht drüber, wenn Frank davor da war. Ich kann da nichts. Was mache ich da gerade? Spiegel gespeichert. Da, was da steht. Mein Tagebuch. Na, das fängt ja gut an. Der Reithof hat sich wirklich verändert. Doch kaum bin ich angekommen, stürze ich mich kopfüber in die nächste Aufgabe. Frank und Martin sind sehr nett. Und ich muss ihnen einfach helfen, den Verein zu retten. Nur ist es lange her, dass ich auf einem Pferd geritten bin und dann gleich die Meisterschaft. Aber gemeinsam werden wir das schon packen. Irgendwie. Herrlich. Herrlich. Und es ist sogar das echte Datum und die echte Uhrzeit. Wow, warum? Jetzt gehe ich schlafen. Ich wollte gar nicht schlafen. Ein wunderschöner Tag bricht an. Warum? Mann. Wir wollten noch alles looten. Vor meinem Kleiderschrank gehen. Das ist auch wie bei GTA oder Red Dead Redemption. Du gehst ins Bett, um zu speichern. Und schläfst dann erstmal. Ach, guck mal, aber jetzt können wir uns auch erst umziehen. Ui. Oh, kannst auch die Gitarre nehmen. Ich glaube nicht. Den Pony Blues. Hier ist mein Kleiderschrank. Ich hab den Pony. Noch ist nicht so viel enthalten. Oh. Aber sicher wird er sich schon bald füllen. Lisa hat auch X-Beine. Etwas kurze Unterschenkel. Jetzt kein Bodyshaming hier. Kann man zwischen den Bereichen aber du kannst so eine kecke blaue Dip-Dive-Frisur benutzen. Werden wir machen. So. Damit du immer zeigen kannst, wie alternativ du bist. Sieht das schrecklich aus. Sieht absolut das sieht aus. Absolut alles außer braun sieht absolut schrecklich aus. Ja, aber wir oh, guck mal, dieses barteckte Shirt da, das ist doch toll. Oh Gottes Willen. Jetzt sieht sie aus wie so eine Mit-40er Frau, die nicht zugeben will, dass sie altert. Und deswegen hier, ne? Solche ja, so mit dem hier, oder? Je älter man wird, desto mehr Muster und Farben braucht man. Wenn die Mutter in diese peinliche Phase rückt, wo sie nicht älter werden will. Ja, das kenne ich. Meine Mutter war in meiner Erinnerung schon immer alt. Meine war noch nie alt. Wird sie wahrscheinlich auch nie werden. So, das wäre ungefähr das. Ne? Das finde ich absolut relatable. Und diese bunte Hose, diese orangene Hose, oder? Die oben drüber. Ja. Oh. So absoluter. Willst du lieber die Orange, ne? Die, oder? Also wenn aber schon richtig. Also entweder die blaue oder die orange. Das passt schon am besten. Aber dann wenigstens ein bisschen konservativere Schuhe. Ja, ja, die blauen. Die. Was Pfiffiges, würde ich sagen. Was Pfiffiges. Ja. So pfiffig wie. Kesses. Pfiffig wie die Frisur. Richtig. Für ein kokettes Mädel. Ja. Ne? Wichtig bei pfiffig auch, es wird mit 3F geschrieben, ohne PF. Pfiffig. Ja. Hier ziehe ich meine Turnierkleidung an. Grüner Sie Helm. Aus Helm, Jacke, Reithose und Reitstiefeln. Im Dorf kann ich mir später mehr Turnierkleidung kaufen. Und sie dann selbst zusammenstellen. Oh ja. Schließe den Kleiderschrank mit dem Knopf mit dem grünen Häkchen. So, da werden wir natürlich auch etwas Keckes nehmen. Man will sich Kesses. Ja dann doch in der Restriktion etwas austoben können. Naja, grau geht ja nicht. Grau ist ja nicht unsere Farbe, ne? Nee. Was haltet ihr denn von diesem bedruckten Helm? Ja, was oder ist denn da überhaupt drauf? Ich weiß es nicht. Der wurde bestimmt von Steffi Graf unterschrieben. Ja. Wieso von Steffi Graf?
Weil Steffi Graf, ist Steffi Graf nicht so eine berühmte Springreiterin? Mhm. Nee, das ist Martina Navratilova. Ah, stimmt, ja. Und Matthias Sammer war doch auch relativ gut, oder? Ja. Ihr kennt euch echt aus. Ja. Guck mal hier. Ist das nicht... Boah. Kess. Also der Helm ist wirklich ganz schrecklich. Pesch. Sieht aus wie so eine Wassermelone, die sie durchgeschnitten hat und dann ihren Kopf drunter. Ich finde es aber gut so. Ich finde, es spiegelt unsere Personality. Luisa ist halt einfach ein Rebell, ein Freigeist. Sie ist so divers wie wir. Hallo. Hilfe. Oh Gott. Sieht auch, so von hinten sieht es aus, als wäre sie gerade aus einem Horrorspiel und wäre gerade aus dem Folterkeller von Franck entkommen. Hallo. Ey, Luisa, mach mal ein Selfie. Mhm. Mach mal ein Selfie. Hallo. Da What? Ist sie. Da ist sie, die Luisa. Oh, ich merke schon, das ist eigentlich so eine Drohne von Franck. Wir haben gerade die Glitches von der Drohne gesehen. Eigentlich verfolgt Franck sie die ganze Zeit. Das ist die Kamera. Pass auf, der steht jetzt sicher wieder unten draußen und wartet. Warte. Können wir kein Make-up machen? Das gehört sich nicht. Für ein Stallmeidli. Hallo Luisa. Ich bin es wieder. Franck. Um Himmels Willen. Wieso steht das Pferd hier draußen? Du sollst doch rein. Guck mal, da. Was ist das für ein Ding? Toll. Wieder eine goldene Pferdefigur. Möhren. Oh, lecker. Lecker. Hm. Sehen fast so gut aus wie im Wedes. So, ich möchte eigentlich mehr Pferde, mehr Ausrüstung, mehr alles. Da sind doch die Sättel. Hier? Das Zaumzeug. Ah ja, guck mal, da kann ich das Pferd auch noch stylen. Wir machen einfach alles umgekehrt als das, was momentan drauf ist. Bisschen heller alles. Ja, also das Muster finde ich schon schön. Das ist doch. Ja, das ist doch. Das ist doch nett. Ja, du. Wunderbar. Der tote Onkel. Schön. Und sieht auch gar nicht mehr so tot aus. Nee. Na? Fast lebendig. Da steht er. Auf. Boah. Die Hose blendet mich. Ich will aber noch nicht zu Martin. Modell Eclipse. Du kannst jetzt, glaube ich, nur trainieren oder Turnier starten. Ja, und in die Stadt kann ich auch noch, oder? Vielleicht, ja. Wir können doch auch ausreiten, hat er gestern gesagt. Wir können doch einfach erkunden, sagte er. Ja. Hier Pferd A, B, C, D, E, F, G. Das ist unser Aufgabenreiter. Was haben wir da für Nebenmissionen? Gar keine. Schatzsuche haben wir auch keine. Das sind wahrscheinlich die goldenen Pferde. Goldenen Pferdchen. Ich glaube, wir haben einen guten Start hingelegt. Oh, ich möchte Pferdefotos machen. Ich möchte mal noch einmal kurz trainieren. Noch ein Abschlusstraining und dann in der nächsten Folge gehen wir dann die richtigen Challenges an. Oh ja, also es war jetzt eigentlich wie eine Folge Dragon Ball vor dem Kampf. Es passiert nichts und man wartet die ganze Zeit auf den Kampf, aber es passiert einfach nicht. Ja. Deswegen das dann in der nächsten Folge. Oder wir erkunden noch ein bisschen. Jetzt erstmal ein fehlerfreies Training, das ist das Wichtigste. Ja. Und dann steigen wir nochmal eine halbe Stufe auf. Wahrscheinlich jetzt eine Drittelstufe. Ah, sehr gut. Jetzt nochmal hier auch neue Bestleistung, glaube ich. Tada! Chapeau. So. Das ist tatsächlich eine Drittelstufe. Es hat insgesamt 3 Trainings gebraucht, um dieses Spiel zu meistern. Ja. Sollen wir noch trainieren, bis es Level 3 erreicht hat? Oder sagen wir es gut für heute? Ja, das war's doch. Ja. Würde ich sagen. Oder wir machen jetzt einen kurzen Break. In der Zwischenzeit treibst du den Bock auf Level 64 und dann gehen wir los. Okay. Gut. Machen wir das. Dann wünschen wir euch, oder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.